coachingairline-radio.de. Heute im Interview Vera Luxinger und Andrea Hohmann. Ich grüße Sie, Frau Luxinger. Ich freue mich total, dass wir heute Abend mal miteinander sprechen können über so viele emotionale Dinge, die uns bewegen, die die Menschen da draußen bewegen, weil wir haben ja nun auch eine ganz, ganz besondere Zeit. Und die Emotionen, die sind ja sowas von im Wandel, was wir beide ja schon in verschiedenen Telefonaten miteinander festgestellt haben. Sie kommen aus Baden-Baden. Und Sie sind, ich sage jetzt mal, spirituell unterwegs. Können Sie sich bitte mal kurz vorstellen, wie lange Sie das schon machen und wie Sie da drauf gekommen sind, wie das bei Ihnen so, ich sage jetzt mal, ganz salopp ausgebrochen ist, wo Sie gemerkt haben, da ist was, da, das muss raus. Das klingt schön, ja. Guten Abend, Frau Hohmann. Ich freue mich sehr, dass ich hier mit Ihnen plaudern darf. Und ich begrüße Sie ganz herzlich und vor allen Dingen auch Ihre Hörer von Coaching Airline Radio. Und meine Geschichte, die begann mit einem Ereignis, das mein Leben sehr geprägt hat. Ich bin auf diesen spirituellen Weg gekommen, weil ich auf einmal Träume hatte, die mich etwas aus der Bahn geschmissen haben. Ich träumte nämlich, dass mein Bruder sterben wird. Mhm. Und das hat viele Fragen aufgeworfen. Und das kam in einer Sequenz von 3 Träumen. Mhm. Und mein Bruder kam dann tatsächlich durch einen Verkehrsunfall ums Leben. Und wie man sich denken kann, wirft das eine Unmenge an Fragen auf. Also, warum wird mir sowas gezeigt? Hätte ich was verhindern sollen? Sollte ich damit einen Auftrag kriegen? Oder was bedeutet das denn überhaupt? Ist unser Leben denn so vorgezeichnet? Und dann bin ich auf die Suche gegangen. Mhm. Und da sind mir sehr viele wunderbare Menschen begegnet. Ich habe damals noch in München gewohnt und bin dann zu einem spirituellen Lehrer gegangen, mit dem habe ich lange meditiert und dann führte der mich zu einem Medium und dieses Medium hat mich dann unter ihre Fittiche genommen. Das war damals schon eine ältere Dame und die hat damals zu mir gesagt, du wirst einmal genauso arbeiten wie ich. Und das konnte ich mir zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht vorstellen. Ich war damals 31 Jahre alt. Mhm. Und die hat mich dann auch weiter empfohlen, hat mich dann nach England geschickt. Ich bin dann in England gewesen. Und dort sind mir dann so viele Menschen begegnet, denen ging es so wie mir. Und ich habe gemerkt, ich bin da gar nicht alleine. Ja. Sondern es gibt viele, die diese Fähigkeit besitzen. Und die bricht halt irgendwann aus uns raus. Und dort ist das dann alles in Bahnen gelenkt worden, die dann letztendlich zu dem geführt haben, was ich heute noch mache. Wunderbar. Also ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Es gibt da so ein schönes Beispiel, was ich auch manchmal immer auch in meinen Seminaren bringe oder gebracht habe. Wenn man sich ein tolles Auto von einer besonderen Marke kauft, plötzlich sieht man auf einmal diese besondere Marke, das tolle Auto auf der Straße. Oder wie ich schwanger war mit meinem ersten Kind, habe ich plötzlich auf einmal lauter Kinderwagen gesehen, die ich ja vorher gar nicht bewusst wahrgenommen habe. Das heißt also, wenn ich, wie soll ich das nochmal erklären, wenn ich plötzlich auf einmal merke und die Erkenntnis habe, dass das plötzlich an die Oberfläche kommt, dann fällt einem das bei anderen Menschen ja dann auch auf, oder? Wie würden Sie das genauso sehen? Ja, das ist der Weg der Bewusstheit. Mhm. Also wenn ich mir einiger Dinge bewusst bin, dann begegnen die mir auch im Außen. Mhm. Also ja, das heißt ja schon in der Bibel, wer sucht, der findet. Richtig, ne? Ja. Und wenn wir dann nach etwas suchen, dann haben wir unseren Fokus auf einer bestimmten Sache. Und das begegnet uns dann im Außen immer wieder. Das heißt, uns fällt auf, wie viel es davon im Außen wirklich gibt. Das stimmt. Wollen wir mal zu unserem ersten Song kommen, den Sie mitgebracht haben, Om Tare Tut
Tare, oh, das kann ich jetzt schlecht aussprechen. Vielleicht wollen Sie es mal machen und ein Ja, bisschen was das dazu erzählen. heißt Om Tare Tu Tare. Und das ist auch ein Mantra. Und Mantras, das sind energetische Worte, energetische Klänge, die in uns sehr viel bewirken können. Zunächst einmal ist das ein guter Einstieg jetzt in unser Gespräch, um den Zuhörern auch etwas über diese Schwingungen zu vermitteln, Okay. mit denen wir uns ja in unserem Gespräch noch mehr befassen werden. Das stimmt. Dann spielen wir ihn mal. Om Tare Tu Tare Ani Choing Dolma. Ja, genau. Die Vera Luxinger aus Baden-Baden im Gespräch mit mir über den Wandel der Emotionen, die wir jetzt gerade auf der Welt alle mitverfolgen. Frau Luxinger, oder wir haben uns ja auf den Vornamen geeinigt, gell? Ja, Vera. gerne, sehr gerne.
Wir hatten es gerade eben von Ihrer Geschichte, wie das alles so begonnen hat. Aber im Grunde genommen sind Sie ja als Krankenschwester erstmal ausgebildet worden, ne? Das habe ich in Ihrer Vita gelesen. Ja, das ist richtig. Ich bin examinierte Krankenschwester und bin dann in die Psychiatrie eingestiegen und habe mich mit der Psychologie des Menschen beschäftigt, weil das Gehirn des Menschen war für mich immer schon etwas ganz, ganz Besonderes. Und da habe ich viele Fortbildungen gemacht, habe mich auch mit Kinderpsychologie beschäftigt und mit unserem Werdegang, wie wir so durch die Kindheit kommen, was wir daraus machen, welche Ereignisse uns zu welchem Verhalten animieren, beziehungsweise welche Verhaltensweisen aus unseren Erfahrungen entstehen, damit wir als Kind gut durchkommen. Denn das ist ja nicht immer alles rosig. Nee, das stimmt. Und dann bin ich gewechselt in die Pharmazie. Ich habe dann 7 Jahre in der Pharmazie gearbeitet, im wissenschaftlichen Außendienst. Und dann habe ich 10 Jahre gar nicht gearbeitet, weil ich mit meinem Mann 10 Jahre durch die Welt gereist bin. Und da habe ich eine ganze, ganze Menge gelernt über die Menschen, über die Kultur. Das war im Grunde genommen die wichtigste Schule meines Lebens. Das kann ich mir gut vorstellen. 10 Jahre durch die Welt gereist. Darf ich Ja. fragen, wo Sie dann überall waren? Ja, ich habe eigentlich jeden Kontinent bereist, war natürlich nicht in jedem Land, aber auf jedem Kontinent. Und da ist auch ein anderes Weltbild in mir entstanden. Hm, kann ich mir Ich bin vorstellen. ja als Christ erzogen und bin dann aber natürlich mit sehr vielen anderen Religionen in Verbindung gekommen, beziehungsweise habe mich auch sehr dafür interessiert, wie andere Menschen denken, wie andere Menschen fühlen, wie andere Menschen ihr Leben leben. Und bin dann natürlich auch gerade in der asiatischen Welt, auch in Indien, über die Spiritualität gestolpert. Und die hat mich immer schon sehr interessiert. Das war aber noch, bevor ich diese Träume hatte. Ah, okay, aber trotzdem hat es dann schon irgendwelche Zeichen gegeben, weil sonst hätten sie sich ja nicht so brennend dafür interessiert, oder? Ja, für mich gab es immer schon mehr als das, was wir mit unseren physischen Sinnen wahrnehmen können. Ich habe immer geglaubt, da ist was zwischen Himmel und Erde, wovon wir nicht viel wissen oder wovon ich nicht viel weiß. Und es war sehr schön, das auch in anderen Ländern wiederzufinden und zu gucken, wie leben denn die anderen. Das, ja, auch mit diesen ganzen Religionen, die da auf der Welt so unterschiedlich sind. Und trotzdem glauben wir Menschen, egal ob wir jetzt Buddhist sind oder Katholik sind oder Evangelist sind, egal welcher Religion wir angehören, man glaubt doch immer an das Gleiche, oder? Das ist doch ein Gott, der da immer beschrieben wird. Für mich ist es das. Aber leider gibt es ja auch Religionen, die glauben, sie haben ihren eigenen. Ja. Und für mich ist es aber alles eins. Ja. Für mich spielt es auch keine Rolle, wie wir das nennen, ob wir das Gott nennen oder die höchste Quelle oder Buddha oder das Universum. Für mich gibt es eine übergeordnete Stelle, sagen wir mal so, die uns führt und leitet oder es zumindest möchte und auch immer wieder auf sich aufmerksam machen möchte. Es geht aber darum, sich selber so vorzubereiten, dass man auch auf Empfang steht. Also wie bei einem Radiosender Ja, das wollte sozusagen. ich Der gerade muss ja eben auch sagen, richtig ja. eingestellt sein, Ja. damit die Zuhörer ihm zuhören können. Ja. Und so ist es mit uns auch. Also die geistige Welt versucht immer wieder uns zu erreichen, aber wir überhören das sehr leicht, weil das sind die leisen Stimmen. Die lauten Stimmen kommen meist aus dem Kopf und nicht aus einer übergeordneten Ebene. Das sind ja auch Dinge, die der logische Verstand ja nicht, was man mit dem logischen Verstand nicht erklären kann, so rum gesagt. Das, Ja, das ist ja auch das, was sich jetzt gerade wandelt. ja. Es ist ja viel mehr als nur ein Trend, dass Gefühle heute immer höher bewertet werden. Es gab die Zeit, wo Rationalität und Vernunft an erster Stelle standen.
Aber mittlerweile hat nicht nur die Jugend das Privileg, uns wirklich Emotionen aufzuzeigen oder überhaupt zeigen zu dürfen. Diese Gefühle haben mittlerweile auch im geschäftlichen Bereich, in Firmen Einzug gehalten. Und die Zeit von Computer und Hightech, die hat jetzt uns gelehrt, dass das Rationale hier wunderbar übernommen werden kann. Und wir können uns jetzt auf das konzentrieren, für das wir als Mensch hier auf die Erde gekommen sind, nämlich auf das Menschsein. Und was das bedeutet, das findet sich immer mehr, wenn ich mich dieser geistigen Welt zuwende. Und das, was wir so ja, als Spiritualität bezeichnen, ist ja im Grunde genommen der Weg der Bewusstheit. Mhm. Und je mehr ich mir meiner Emotionen bewusst bin, je mehr ich mich selber kennenlerne, desto offener kann ich sein für Andersartigkeit. Ich werde toleranter, ich werde offener. Das stimmt. Kommen wir mal kurz zum nächsten Song. Dirk Busch, Nur mal im Himmel vorbeischauen. Und ich denke, das passt jetzt wunderbar zu dem, worüber wir gesprochen haben. Ja, das ist ein ganz, ganz wunderbarer Song, der mir sehr am Herzen liegt, ja. Dann spielen wir ihn mal ab. Von uns gehen, ist es oft nicht zu verstehen. Die waren eben doch noch da und sind auf einmal unsichtbar. Man fragt sich, wo sind die bloß hin und worin liegt da der Sinn? Warum muss Abschied immer sein und so mancher bleibt allein? Und dann hab ich mir überlegt, was leider nur träumen geht. Doch wenn es ginge, das wär einfach nur genial. Nur mal im Himmel vorbeischauen, auf ne Tasse Kaffee, um alle, die wir vermissen, einmal wieder zu sehen. Nur mal im Himmel vorbeischauen, auf ein kurzes Hallo, mal nach dem Rechten zu gucken, wie lebt ihr oben da so? Nur mal im Himmel vorbeischauen, was uns auf der Seele brennt, einfach reden, ungehemmt, eine Umarmung, das wär schön. Und dann ganz einfach wieder gehen. Ja, das hab ich mir überlegt, auch wenn es nur in Träumen geht. Doch wenn es ginge, das wär einfach nur genial. Nur mal im Himmel vorbeischauen, auf ne Tasse Kaffee, um alle, die wir vermissen, einmal wieder zu sehen. Nur mal im Himmel vorbeischauen, auf ein kurzes Hallo, mal nach dem Rechten zu gucken, wie lebt ihr oben da so? Auf ne Tasse Kaffee, um alle, die wir vermissen, einmal wieder zu sehen. Nur mal im Himmel vorbeischauen, auf ein kurzes Hallo, mal nach dem Rechten zu gucken, wie lebt ihr oben da so? Nur mal im Himmel vorbeischauen. www.coachingairline-radio.de. Heute im Interview Vera Luxinger.
Jetzt habe ich dazwischen gequatscht. Hier ist Andrea, immer noch am Mikrofon und am anderen Ende die Vera Luxinger. Vera, wir haben ja gerade eben so ein bisschen darüber gesprochen, so was so zwischen Himmel und Erde so energetisch passiert, was, sag ich jetzt mal, was man mit dem logischen Verstand nicht erklären kann. Spiritualität haben wir so Backstage ein bisschen drüber gesprochen. Was ist denn Spiritualität für Sie und was ist denn Esoterik? Wie kann man denn das erklären? Gibt es da Unterschiede oder kann man das gar nicht so wirklich auseinanderhalten? Wie sehen Sie das? Also ich kann gerne sagen, was es für mich bedeutet. Spiritualität ist ja der Weg des Geistes, das heißt der Weg der Bewusstheit. Mhm. Wenn wir mal davon ausgehen, dass im Unterbewusstsein 95% unseres Potenzials liegen und 50% von dem, was wir an Wissen in uns haben. Das liegt im Unterbewusstsein. Mhm. Im Bewusstsein liegen nur 5%. Wenn wir Glück haben, sind es auch mal 6 oder 7. Und wenn wir den Weg der Spiritualität gehen, dann möchten wir aus diesem Unterbewusstsein mehr ins Bewusstsein holen. Denn dann wird uns bewusst, was dieses Leben wirklich bedeutet, was dieses Leben ist, wer wir sind, wo wir herkommen, warum wir das hier alles machen und erleben. Mhm. Also der Weg des Geistes, und zwar unabhängig von irgendeiner Religion. Wenn ich mich jetzt auf das Wort Esoterik einlasse, dann bedeutet das im Grunde genommen eine Lehre der Eingeweihten. Die Esoteriker waren früher die Eingeweihten. Und das wurde Mund zu Mund weitergegeben. Daraus sind auch die Mysterienschulen entstanden, wo auch eben Mund zu Mund weitergegeben wurde. Und was man heute so belächelt häufig, wenn man das Wort Esoterik hört oder in so eine leicht negative Schiene abschieben möchte, das ist etwas Fehlgeleitetes. Und zwar für mich bedeutet auf diesem Weg zu sein, dass ich ernsthaft diesen Weg gehe, dass ich das auch lebe, was ich sage. Und wenn ich von Esoterikern spreche oder höre, die so belächelt werden, dann geht es meistens um Menschen, die das ein wenig missverstanden haben. Mhm. Das heißt, die zünden sich zu Hause ihr Kerzchen an, die trinken ihren Kräutertee, die haben eine bestimmte Art, sich zu kleiden, zu sprechen, polieren ihren Heiligenschein, meditieren vielleicht ein bisschen miteinander. Und wenn sie dann den Raum verlassen, dann setzen sie sich wieder den Hut des Alltags auf. Okay. Ein Mensch, der aber auf dem Weg der Spiritualität ist oder, sagen wir mal, echt ist, der ist in allen Lebenslagen beziehungsweise in allen Räumen gleich. Mhm. Das heißt, er verkörpert diesen Weg des Geistes. Daher kommt ja auch der Ausdruck Geisteshaltung, oder? Ja, das ist richtig. Die Geisteshaltung ist natürlich die Basis für mein Leben, für meinen Weg. Denn mein Leben ist ja etwas, was ich selbst bestimmen kann. Also ich gebe meinem Leben eine Form. Hm. Wir kommen hier auf diese Erde und wir haben einen Rahmen. Und wir bringen aber eine Lebensgeschichte mit. Und wir können diesen Rahmen ausfüllen. Das ist der freie Wille. Also wie ich ihn ausfülle, womit ich ihn ausfülle, das ist mein Weg. Aber zunächst einmal lerne ich dieses Material, was mir mitgegeben wurde, das Material meiner Lebensgeschichte zu akzeptieren. Und der Weg der Spiritualität ist auch der Weg der Akzeptanz. Hm. Als nächsten Song haben wir in der Playlist von Ihnen Johannes Oerding mit Kreise. Ja, das ist ein wunderschöner Song, denn es geht ja darum, ich gehe links, du gehst rechts. Richtig. Und dann treffen wir uns wieder in der Mitte. Also ein wunderschöner Song, wo uns bewusst wird, jawohl, wir gehen alle unseren Weg, aber wir treffen uns auch alle wieder, ja. Auch wenn wir diesen Körper verlassen haben.
der hat auch was Spirituelles dann im Text und in der Aussage. Oh ja, es gibt Ja. mittlerweile sehr, sehr viele schöne Songs, die sich damit befassen. Und viele Sänger oder auch Künstler, die über diesen Tellerrand hinausschauen und auch wissen, da gibt es noch so viel mehr zwischen Himmel und Erde. Okay, dann kommt er jetzt, Johannes Oerding mit Kreise. Der gleiche Punkt, seit der Geburt dasselbe Blut, das durch die Adern pumpt. Wir fangen jedes Jahr zur gleichen Zeit an zu frieren. Wir pusten Ringe in die Luft, bis der Rauch verweht. Halten uns fest, wenn die Erde Pirouetten schlägt. Und wir drehen uns mit, wenn die Zeiger rotieren. Ey, wenn sich alles in Kreisen bewegt. Malt jeden Tag auf das leere Blatt und der Mond löst die Sonne ab in jeder Nacht. Ich frag mich wieder mal, was bei dir gerade passiert. Poesie an der Wand auf dem Kneipenklo. Halt nicht fest, was du liebst, sondern lass es los. Und wenn es wieder kommt, dann gehört es zu dir. Ey, wenn sich alles im Kreisen bewegt. Coaching Erlein Radio und am anderen Ende am Telefon haben wir die Vera Luxinger. Vera, wir haben gerade eben so ein bisschen Backstage über Meditation gesprochen. Die Kreise schließen sich ja sowieso immer irgendwie und irgendwo. Man sagt ja auch immer so schön, man trifft sich immer zweimal im Leben und das ist mir ja selber auch schon sehr, sehr oft passiert, dass ich Menschen getroffen habe. Und die habe ich dann jahrelang nicht gesehen und plötzlich tauchen sie an irgendeinem anderen Ort wieder auf und dann schloss sich dann wieder der Kreis. Wir Menschen sind ja auch energetisch miteinander verbunden. Ja. Wenn wir jetzt aber mal zum Thema Meditation kommen, und das möchte ich jetzt gerne mal ganz bewusst mit Ihnen besprechen, da ist nämlich am Samstag auf der Demo in Berlin,
wurde auch meditiert. Ich habe ja einen ganzen Tag davor, nicht davor gesessen, aber zugeschaut, um zu gucken, was da so alles passiert, weil mich das ja auch sehr, sehr brennend interessiert. Es geht ja um unser aller Leben, was da so vor sich geht. Und dann wird das immer so ein bisschen belächelt, wenn die Leute dann im Schneidersitz da sitzen und vielleicht noch so ihr Meditationskissen dabei haben, bisschen anders angezogen wie die anderen. Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt so auf eine Demo gehe, ich würde mich jetzt quasi im Prinzip nicht mit irgendwelchen Bändchen und Schleifchen im Haar dahinsetzen, in Anführungsstrichen. Ich mache es nur mal so als Beispiel. Aber die werden so belächelt. Aber wir beide wissen, dass Meditation ja für was ganz anderes da ist. Und zwar, um den Geist runterzufahren, um die Gedanken runterzufahren. Wie, ich sage jetzt mal, wie ein Computer, den man runterfährt, damit man wieder zu sich in die Stille kommt. Ja, denn in der Stille erkenne ich mich selbst. Mhm. Und darum geht es ja bei der Meditation, dass ich mich selber besser kennenlerne und in mir inneren Frieden finde. Und Meditation ist ja im Grunde genommen nichts anderes als ein Rückzug nach innen. Mhm. Das heißt, ich versuche, meinen Verstand zur Ruhe zu bringen. Ich versuche in mir einen Raum zu finden, an dem ich diese Ruhe finde und an dem ich die Stille finde und den inneren Frieden. Und hier lerne ich mich selber besser kennen. Und das ist ja der Weg des Geistes, mich selber besser kennenzulernen. Aber viele Menschen, die haben auch ein bisschen Angst davor, sich selber anzuschauen. Die haben Angst davor, sich nach innen zu wenden, weil sie sich ein bisschen vor dem fürchten, was sie da finden könnten. Aber wir wissen heute auch bei der Stressbewältigung, dass dieser Weg, sich nach innen zu wenden, ein wesentlicher Teil ist, damit der Körper und der Geist sich wieder erholen können. Mhm. Denn was bei der Meditation geschieht, sind auch physische Vorgänge. Und zwar wird die Herzfrequenz wieder in eine Norm gebracht. Also das Herz schlägt ruhiger, der Atem beruhigt sich, der ganze Mechanismus fährt runter. Das heißt, ich bin nicht mehr so erregt oder aufgeregt, was natürlich auch, wenn ich mal an Stress denke, was da passiert, in Stresssituationen, da wird ja die Blutverteilung im Gehirn sich ändern. Das heißt, das Blut fließt vom Stirnlappen in den Hinterkopf und im Hinterkopf oder an der Schädelbasis sitzt eben der Fliehen- oder Kämpfen-Mechanismus. Jetzt wird der ganze Körper auf dieses Fliehen und Kämpfen vorbereitet. Also die Muskeln ziehen sich zusammen, der Körper beugt sich leicht nach vorne, denn das System glaubt ja, ich müsste jetzt entweder zuhauen oder losrennen. Dadurch werden die inneren Organe minder durchblutet und das ganze System schaltet auf Überleben. Mhm. Das heißt, nur noch das, was wirklich zum Überleben notwendig ist, wird jetzt am Leben erhalten. Also jetzt passiert praktisch nicht mehr viel anderes als Überleben. Mhm. Ich kann nicht mehr richtig denken und ich finde auch keine Lösungen mehr. Und da es ja so viele Menschen gibt, die in Stresssituationen sind, und auch bei so einer Demo ist ja doch einiges an Stress, was da verarbeitet werden muss. Und da setzen sich die Menschen hin und beruhigen sich wieder. Das heißt, wenn sie friedlich sind, können sie dann auch wieder friedlich ihr Leben leben oder in dem Fall friedlich demonstrieren. Ja. Also der Weg nach innen bringt Lebendigkeit, Freude, Freiheit, Liebe, Ruhe und den inneren Frieden. Mhm. Und ich persönlich glaube, dass wenn wir wirklich Frieden auf dieser Erde haben wollen, dann müssen wir ihn erst einmal in uns selber kreieren und irgendwo in unserem Inneren finden. Und das müssen bedeutet auch die Hürden nehmen, die uns da im Weg stehen. Und die erkenne ich nur, wenn ich diesen Weg nach innen gehe. Also ich kann jetzt mal so ein bisschen von mir erzählen, wie ich so das allererste Mal mit Meditation konfrontiert worden bin. Das war damals in der Kur, wo ich war. Ey, ich konnte nicht abschalten.
das glaube ich Ihnen gerne. Das ist ganz, ganz, ganz schlimm gewesen. Also 5 Minuten und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich müsste wieder aufstehen, müsste irgendwas tun. Also mein Hamsterrad, sage ich jetzt mal, der war permanent am Rattern gewesen und mein Geist, den konnte ich nicht runterfahren. Also ich habe tausend Sachen um mich rum wahrgenommen, habe Stimmen gehört, habe eine Fliege gehört, obwohl es ganz ruhig war im Raum, aber ich habe alles gehört. Ich war irgendwie gar nicht so richtig bei mir, bis ich dann quasi im Prinzip das geübt habe, weil man muss es ja auch ein bisschen üben, weil von jetzt auf nachher funktioniert das ja nicht gleich. Ich sage immer, Muskeln muss man auch trainieren, damit man hier oben die Muckis bekommt. Und so trainiert man quasi im Prinzip das Meditieren auch. Und das habe ich natürlich ganz, ganz stark, ich sage jetzt mal, auf der Demo wahrgenommen, wo dann jemand dort gewesen ist, der hat dann übers Mikrofon oder übers Megafon die Menschen dann in die Ruhe gebracht. Dass die, weil die Stimmungen, die waren ja auch so sehr aufgeheizt. Und wenn man aufgeheizt ist, ist es ja dann auch ganz wichtig, wenn man sich irgendwie dann wieder auf sich selber konzentrieren kann. Und wie Sie das eben schon so schön gesagt haben, es ist halt eben auch ein bisschen beängstigend, wenn man dann zu sich selber findet und was man dann entdeckt an einem selbst, ne? Und das macht ja dann auch Angst. Also mir hat das damals auch Angst gemacht, aber mittlerweile habe ich da kein Problem damit. Aber mir war es halt einfach mal wichtig, dass wir darüber mal gesprochen haben, weil das wird ja doch sehr, sehr negativ und sehr, sehr belächelt, auch in den Medien und teilweise auch mit komischen Kommentaren so durch den Kakao gezogen. Und das ist es ja im Grunde genommen gar nicht. Also das hat ja nichts mit Esoterik oder sonst was zu tun, sondern das hat ja einfach was damit zu tun, dass man sich nach innen kehrt und seinen Geist runterfährt, damit man sich wieder beruhigt, wenn man zum Beispiel aufgeregt Ja, und ist. wie Sie, ja, und wie Sie schon richtig sagen, es geht darum, es zu üben. Der Richtig. westliche Verstand, Ja. der ist ja dauernd in Bewegung. Richtig. Also nicht nur der westliche, auch der östliche, aber die östlichen Traditionen binden diesen Prozess des Meditierens viel mehr in ihr Leben ein. Deshalb gibt es auch für uns Westler, sage ich immer, auch die aktiven Meditationen. Das heißt, Meditation in Bewegung. Und Meditation ist nicht zwangsläufig das Sitzen im Schneidersitz, denn das macht uns am Anfang erstmal noch viel kribbeliger. Und der verrückte Affe, den wir im Kopf haben, so wird er genannt, der möchte nicht, dass wir zur Ruhe kommen, der möchte uns ablenken. Und da hat er auch sehr häufig Erfolg. Und wenn wir aktiv meditieren, und Meditation kann wirklich alles sein, wenn Sie Kartoffeln schälen oder wenn Sie spazieren gehen oder wenn Sie einen Sonnenuntergang betrachten, wenn Sie das mit jeder Faser Ihres Seins tun, wenn Sie das bewusst tun, indem Sie wirklich den Moment genießen und den Moment erleben, dann sind Sie in Meditation. Denn wenn ich heute spazieren gehe, dann kann ich in Meditation sein, indem ich jeden Fuß bewusst vor den anderen setze, indem ich mir die Natur betrachte. Ich kann aber auch schon daran denken, dass ich noch einkaufen muss, was ich heute Abend kochen möchte oder was am nächsten Tag für Termine in meinem Kalender stehen. Und das ist der Unterschied. Also wir können Meditation in unser Leben integrieren, im Grunde auch bei jeder Tätigkeit, wenn wir sie ganz bewusst tun. Das hört man ja auch sehr oft bei Burnout-Patienten, dass die auch meditieren lernen, um sich runterzuschalten, weil die sind ja auch ziemlich am Rädchen am Drehen, sage ich mal im Kopf, weil das frisst ja so viel Energie, das ist ja unglaublich. Und die sollten ja dann auch lernen, wenn so richtig jemand in einem Burnout drin ist, dann hat ja der Körper quasi im Prinzip gesagt, stopp, weil wir Menschen in unserem Alltag, in unserem Tun gar nicht auf die Zeichen meistens hören, auf die Signale, die uns der Körper sendet, wenn da irgendwie, ich sage jetzt mal, wenn es zu viel wird. Genau, wir haben ganz viele Signale überhört,
bis es überhaupt zu so einem Ausbrennen kommt. Mhm. Und das ist eben das, was dieser Weg des Geistes mit mir machen kann. Beziehungsweise er macht mir Dinge bewusst. Ich gehe mehr in die Gefühlswelt. Ich gebe dem Verstand nicht mehr so viel Raum. Mhm. Ich lasse mich von ihm nicht mehr leiten, sondern ich nehme wieder Kontakt auf zu einem Bauchgefühl oder zur Intuition, wie man ja auch sagt. Ja, stimmt. Und die Intuition und das Bauchgefühl geben mir häufig ganz andere Hinweise als mein Verstand, der ja rational ist. Das stimmt. Es mir geben würde. Und je mehr ich wieder in mein eigenes Gefühl komme, wieder den Kontakt zu meinen Gefühlen herstelle, desto mehr nehme ich auch das wahr, was um mich herum geschieht, beziehungsweise was mir vielleicht auch aus anderen Dimensionen als Hinweis gegeben wird. Mhm. Und ich nehme vor allen Dingen auch meinen Körper ganz anders wahr. Mhm. Also das Körperbewusstsein steigt, wenn ich mich nach innen wende und gucke, wie geht's mir denn überhaupt oder wie fühle ich mich denn überhaupt mit dem und dem und dem Thema oder mit meiner Arbeit oder auch in meiner Beziehung. Mhm. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ganz am Anfang, wie ich so im Außendienst tätig war, wo ich noch so in Ausbildung war. Da war ich bei dem Agenturleiter und ich bin aus einer anderen Agentur rausgekommen, wo ich immer am Rad gedreht habe, wo immer viele Kundentermine und was weiß ich, viele Strecken gefahren bin. Und da war ich so richtig, ja, ich war so in diesem Hamsterrad drin. Und dann bin ich in eine andere Agentur gekommen und er hat gemerkt, dass ich so mit den Hufen immer gescharrt habe, hat er immer gesagt, unterm Schreibtisch. Ja. Und dann sagt er immer ganz ruhig, nicht mit den Hufen scharren, alles gut. Erstmal hier schön locker werden, gucken, was so ist. Und dann hat er irgendwann gemerkt, ich habe dann doch wieder Lust, Kunden zu besuchen, weil ich so überdreht gewesen bin von der anderen Geschichte her. Und dann hat der zu mir gesagt, werde ich in meinem Leben nie vergessen. Da saß der auf der anderen Seite mir gegenüber am Schreibtisch, guckt mich an und sagt, Andrea, der hat mich auch mal beim Vornamen genannt, und zeigte dann, wenn der Kopf mit dem Bauch, also wenn das mit dem übereinstimmt, dann raus. Und der hat recht gehabt. Und das ist so, ich sage jetzt mal so, diese Geschichte, die ich in meinem Job immer mitgenommen habe. Ich habe immer geguckt, dass der Kopf und der Bauch sich gleich anfühlen, dass das eins ist. Und dann war das auch genau die richtige Intuition. Und dann habe ich auch das Richtige gemacht, womit ich mich auch wohlgefühlt habe. Weil wenn man nur manchmal nur auf den Bauch hört oder nur auf den Kopf, das Rationale, dann ist es manchmal nicht so gut. Ja, das kommt drauf an, wo das Rationale herkommt. Mhm. Denn wir alle sind ja konditioniert. Wir alle haben ganz bestimmte Weltanschauungen, die aus unseren Erfahrungen resultieren. Das heißt, das, was wir als Kind erlebt haben, das, was uns von Autoritätspersonen, also auch von unseren Eltern vermittelt wurde. Ja. Und häufig wurde zu uns gesagt, denk doch mal nach, kannst du nicht denken. Ja. Die wenigsten haben gehört, fühl doch mal rein, wie fühlt sich das für dich ganz an? Ganz genau, ja. Und wenn ich heute meine Klienten dazu einlade, hineinzufühlen, dann wissen die manchmal gar nicht, was ich meine. Mhm. Ja, wie reinfühlen. Weil sie glauben, immer rational entscheiden zu müssen und das, den Weg der Vernunft zu gehen. Mhm. Aber das eine schließt das andere nicht unbedingt aus. Wichtig ist nur, dass ich erkenne, ich bin jetzt hier in einer vorgefertigten Meinung und ich darf die auch mal hinterfragen. Hm. Also alles, was mein Verstand mir sagt, alles, was ich denke, darf ich auch zu jeder Zeit hinterfragen. Ich habe öfter mal Zettel in meinen Seminaren hängen, wo drauf steht, glaube nicht alles, was du denkst. Ja, das ist ein guter Spruch, ja. Ja, weil wir sind oft so eingefahren in einer Meinung, die hinterfragen das gar nicht mehr. Ja, das stimmt. Und jetzt geht es aber darum, wenn mich mein Weg an eine Gabelung geführt hat, wo ich jetzt eine Entscheidung treffen darf, möchte ich so weitermachen
oder gehe ich jetzt einen anderen Weg? Oder wenn ich sogar schon einen Schritt weiter gehe, dass mein physischer Körper mir sagt, stopp, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr weiter, was ja beim Ausgebranntsein so ist, dann werde ich gezwungen, eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Und dann kann ich Dinge hinterfragen, ich werde gezwungen, Dinge zu hinterfragen und dann eröffnen sich häufig ganz neue Wege. Und ich erkenne, dass ich Wege gegangen bin, die vielleicht gar nicht meine waren, mhm. nur weil mir vermittelt wurde, dass ich das und das und das zu tun habe. Mhm. Und gerade in unserer heutigen, gerade unsere heutige Gesellschaft, da werden so viele Anforderungen an uns gestellt. Wir stehen ständig unter Leistungsdruck. Wir haben Stress und Ansprüche, dass wir funktionieren müssen. Und sich zu entspannen oder einfach mal das Leben zu genießen, das fällt vielen immer schwerer. Und dann kommt es ja zu diesen ganzen Problemen, die der Körper nicht mehr verkraften kann. Und jetzt, wenn jetzt noch irgendetwas dazukommt, wie zum Beispiel ein Todesfall oder eine Trennung, dann schlittern wir in eine Krise. Hm, das stimmt. Und Leben bedeutet natürlich auch, sich mit Krisen auseinanderzusetzen. Hm. Okay, dann spielen wir jetzt als nächstes Mark Forster mit Bauch und Kopf, weil das passt jetzt gerade so gut zu unserem Thema, was Sie sich ausgesucht haben. Das passt und ganz wunderbar, genau. Ja. Hey, this is Chase, Max, Lucas, Lars, Julian, and we are Losing Gravity. We'll be coming to you live in studio coaching Airline Radio on September 8th. See you soon. Als wär's ganz leicht, weil du mir helfen willst, wenn ich nicht weiter weiß. Das ist nett von dir und ich schätze das sehr, doch es bringt mich nicht weiter. Du bist so fest und unerschütterlich, du ruhst in dir und es ist gut für dich. Und ich bin fein damit, ich beneid dich drum, doch es ändert nichts leider. So wie du glaubst, ist so wie du lebst. Und das ist okay, solang's für dich passt. Halt daran fest, für mich geht es nicht. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Und zwischen den beiden steh ich, zwischen den beiden steh ich. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt nein, dann schüttelt er sich. Zwischen den beiden steh ich, zwischen den beiden steh ich und weiß nicht. Weil ich immer was such und immer was fehlt, obwohl es eigentlich gut ist und eigentlich geht, hab ich dich im Blick und wie du's machst, doch so wie du, so bin ich nicht. Ich hab Flausen im Kopf und Hummeln im Arsch, ich hab immer was vor, bin immer verplant, doch wird's mal still um mich, dann kommen die Geister hoch und ich hinterfrag mich jedes Mal. So wie du glaubst, ist so wie du lebst. Und das ist okay, solang's für dich passt. Halt daran fest, für mich geht es nicht. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt zu Bauch nein. Und zwischen den beiden steh ich, zwischen den beiden steh ich. Bauch sagt zu Kopf ja, doch Kopf sagt nein, dann schüttelt er sich. Zwischen den beiden steh ich, zwischen den Beinen steh ich und weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Weil ich immer was such und immer was fehlt, es ist niemals genug und immer zu wenig. So wie du glaubst, ist so wie du lebst. Hör auf dein Herz, so lang wie das geht. So lang wie das geht. Sagt
steh ich, zwischen den Beinen steh ich. Bauch sagt Kopf ja, doch Kopf sagt nein, dann schüttelt er sich. Zwischen den Beinen steh ich, zwischen den Beinen steh ich und weiß nicht. Oh,
www.coachingairline-radio.de und heute im Interview Vera Luxinger. Ja, Frau Luxinger, beziehungsweise wir haben uns ja auf den Vornamen geeinigt, Vera. Wir haben jetzt schon so tolle Gespräche über Meditation und ich sage jetzt mal über psychologische Dinge, über Esoterik und Spiritualität gehabt. Jetzt würde ich mal noch mal zu einem anderen Punkt kommen, und zwar, wir leben ja im Moment seit einem gefühlten Dreivierteljahr alle Menschen auf der ganzen Welt, kann man ja sagen, in so einer Angstblase. Und Angst ist ja im Grunde genommen auf der einen Seite was Positives, was uns, ich sage jetzt mal, schützt vor irgendwelchen Gefahren, dass man davor wegrennt oder sich wehrt oder so. Aber wenn die Angst zu groß wird, dann wird es ganz schlimm und schwierig. Und das stelle ich mitunter auch fest, dass wir das quasi im Prinzip mit vielen Menschen jetzt in dieser heutigen Situation haben. Da ja überwiegt die Angst teilweise sehr. Wie sehen Sie denn das? Ja, Angst ist immer ein schlechter Berater. Mhm. Das ist meine Meinung, denn die Angst, die führt immer vom Leben zum Überleben. Und das heißt, erstmal kommt eine Lähmung, ich fühle mich hilflos. Mhm. Und in dieser Hilflosigkeit, das ist wie bei einem Ertrinkenden, da ist jeder nur noch auf sich bezogen. Da werden die Ellenbogen ausgefahren, da werden wir ich-bezogen, egoistisch. Wir sind nicht mehr lösungsorientiert. Und wir sind auch ein Stück weit kopflos, denn der Kopf funktioniert nicht mehr so. Wir können uns auf all das, was wir gelernt haben, nicht mehr verlassen, weil es nicht mehr greift. Mhm. Wir können auch nicht mehr richtig fühlen. Wir haben nicht mehr wirklich Orientierung. Wir wissen nicht mehr, was richtig oder falsch ist oder was oder wem wir Glauben schenken können. Das heißt, die alten Muster und Konditionierungen, die können jetzt wieder greifen. Und das bedeutet, in der Angst ist der Mensch oft eben mehr in dieser Ich-Bezogenheit. Das heißt, vom Wir gehen wir dann wieder zum Ich. Und gerade in Krisensituationen geht es ja häufig darum, eine Gemeinschaft zu bilden und ein Miteinander und eine Zugehörigkeit zu fühlen. Und das findet in der Angst häufig nicht mehr statt. Und die Angst ist also, was das betrifft, immer ein schlechter Berater. Und gerade in solchen Situationen geht es darum, Zuversicht zu behalten und nicht zu vergessen, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass das Miteinander uns im Grunde genommen aus jeder Krise wieder raushelfen kann. Und dass es auch in meiner Realität übergeordnete Stellen gibt, die uns immer unterstützen. Mhm. Und auch aus der geistigen Welt wird immer wieder gesagt, ihr müsst die 50%-Marke erreichen, die anderen 50% machen wir. Mhm. Und das habe ich in meinem Leben immer wieder erfahren, dass ich nichts wirklich alleine machen musste, auch wenn ich oft geglaubt habe, ich bin allein auf weiter Flur. Mhm. Deshalb ist für mich das Thema raus aus der Angst, lass dir keine Angst einreden, lass dir keine Angst machen, sondern eine Krise ist wie eine Welle. Die schwappt manchmal über uns rüber, aber sie geht auch wieder vorbei. Und manchmal ist es auch gut, wenn mal ein Gewitter kommt, denn vor dem Gewitter ist die Spannung sehr groß, nach dem Gewitter ist die Luft geklärt. Das entlädt sich dann auch viel. Viele Dinge können eben nur durch Krisen bewältigt werden oder in andere Bahnen gelenkt werden. Aber kann es nicht auch sein, dass wenn man in so eine Krise gerät, dass einem gezeigt wird, hier läuft was falsch? Selbstverständlich auch. Ich meine, eine Krise kann natürlich auch eine Trennung sein oder ein Todesfall sein. Aber eine Krise kann natürlich auch etwas sein, in das ich mich selber reinmanövriert habe durch mein Leben, durch meine Entscheidungen. Mhm. Ich lebe also immer das Resultat meiner Entscheidungen im Hier und Jetzt. Mhm. Und wenn ich mit diesem Resultat nicht zufrieden bin und wenn mir das nicht gut tut,
dann geht es ja darum, einen Weg zu finden, einen besseren Weg für die Zukunft einschlagen zu können. Mhm. In meiner Realität sind wir ja nicht in erster Linie ein Körper, der beseelt ist, sondern wir sind eine Seele, die sich einen Körper gewählt hat. Also der Körper ist ein Vehikel und ich mache hier Erfahrungen in der materiellen Welt. Und dieser Teil von uns, den wir Seele nennen, der nicht vergänglich ist wie die Materie, der wird häufig unterschätzt, beziehungsweise der gerät immer so ein bisschen in Vergessenheit. Wir hören die Stimme nicht mehr wirklich, wir verlernen, dass da etwas in uns ist, was mehr Weisheit hat, als unser Verstand je erlangen kann. Und wenn wir in so einer Krise sind, dann gibt es diese Instanz immer noch. Es gibt immer eine Instanz in uns, die uns daraus führen kann. Und dann sind wir wieder beim inneren Raum der Stille. Und je größer die Angst ist oder je größer die Krise ist, desto schwieriger wird es natürlich, diesen Raum in uns wiederzufinden oder überhaupt uns daran zu erinnern, dass er in uns existiert. Hm. Da gibt es ja auch so den schönen Spruch, hör auf deine innere Stimme. Ja, darum geht es. Genau darum geht es ja. Ja. Und diese innere Stimme führt uns dann aus der Krise auch wieder raus, wenn wir ihr folgen. Mhm. Und das heißt, das ist natürlich, sowas geht nicht von heute auf morgen. Nee. Ich meine, das sind Übungsfelder. Jede Krise ist ein großes Übungsfeld. Mhm. Jede Krise gibt auch neue Chancen, neue Möglichkeiten. Auch wenn ich sehe, die Krise, in der wir jetzt alle sind, wie viele Menschen daraus auch neue Möglichkeiten gesehen haben und umgesetzt haben. Also viele, viele, die sich jetzt eine große Internetpräsenz zum Beispiel erarbeitet haben, ja, und so ihren Beruf weitermachen können, den sie vorher eben nicht mehr machen konnten, beziehungsweise zeitweise einstellen mussten. Mhm. Also es braucht ein Umdenken. Und das fällt natürlich den Menschen oft nicht leicht, einen anderen Weg zu gehen als den gewohnten. Das, weil wir begeben uns dann in das Ungewisse. Mhm. Und das Ungewisse macht uns immer hilflos. Also es bringt uns an die Hilflosigkeit, mhm, zu sehen, da passiert etwas, auf das habe ich keinen Einfluss. Mhm. Das ist ja so, wie wir immer so schön sagen, die Komfortzone verlassen in dieser Zone, wo wir uns befinden, wo wir uns wohlfühlen, wo wir uns eingerichtet haben, wo wir genau wissen, wie es uns da drin geht, mit welchen Menschen wir uns umgeben, die kennen wir ganz genau, die Situationen kennen wir genau und dann haben wir auch keine Angst mehr. Wenn wir uns aber aus der Komfortzone rausbewegen, auf was Neues zu, treffen wir auf neue Menschen, treffen wir auf neue Situationen, treffen wir auf neue Gegebenheiten und dann kommt die Unsicherheit und dann zum Teil haben dann auch Menschen Angst davor, sich auf das Neue einzulassen und es hat auch was mit Loslassen zu tun, oder? Ja, das hat ganz viel mit Loslassen zu tun. Es gibt so eine wunderschöne Geschichte von einem Mönch, der durch den Wald geht und dieser Mönch, der verläuft sich im Wald. Und es wird langsam dunkel und er gerät ins Straucheln und er rutscht einen kleinen Abhang runter und kommt dann an eine Schlucht und fällt also über den Rand und kann sich gerade noch im letzten Moment an einem überhängenden Ast festhalten. Und er hängt da und er weiß nicht, er traut sich nicht loszulassen. Und er hat große Angst, die Schlucht runterzustürzen. Und irgendwann verlässt ihn natürlich die Kraft, weil wir können ja nicht unendlich lange uns mit unseren Armen festhalten. Und dann lässt er einfach los, weil es nicht mehr geht. Und 10 Zentimeter unter ihm ist ein Vorsprung, auf dem er landet. Und als er da aufkommt, da wird ihm bewusst, all die Zeit, die ich Angst hatte, in die Schlucht zu fallen, all die Zeit, die ich Angst hatte, loszulassen,
war im Grunde genommen verschenkte Zeit. Mhm. Und so geht es uns häufig, wenn wir ins Unbekannte gehen sollen. Wir trauen uns nicht. Mhm. Wir bleiben im Bekannten oder beim Bekannten, obwohl wir merken, es tut uns nicht mehr gut. Mhm. Es gibt so viele Menschen, die in Berufen sind, die ihnen nicht gefallen, wo sie sich nur auf das Wochenende und auf den Urlaub freuen und froh sind, wenn die Woche vorbei ist. Aber mit jeder Woche, die vorbeigeht, verkürzt sich auch die Lebenszeit. Denn wir alle haben ja das Rückfahrticket schon in der Tasche. Das stimmt. Und jeden Tag rücken wir immer ein Stückchen näher, ne? Ja, und deshalb geht es darum zu erkennen, was möchte ich wirklich? Wie soll mein Leben aussehen? Ja. Wie kann ich in der Krise Weichen stellen für ein besseres Leben, für eins, das angefüllt ist mit Freude und wo ich glücklich bin und wo sich mein Körper entspannen kann, wo ich tief durchatmen kann und vor allen Dingen auch immer wieder hinterfragen, die Regeln, an die ich mich halte, habe ich die denn auch selber aufgestellt oder befolge ich da noch Regeln aus einer Urzeit, die mir irgendwann mal aufs Auge gedrückt wurden? Ja. Dazu würde ich jetzt den Song von Andreas Burani, Was tut dir gut, spielen. Der passt nämlich gerade jetzt so in unser Thema, was wir gerade gehabt haben. Ja, und die Frage sich zu stellen, das lohnt sich wirklich. Ja, gut, dann spielen wir ihn. Andreas Burani, Was tut dir gut? Coaching Airline Radio Interview mit Tom Sei und Andrea jeden Dienstagabend von 20 bis 22 Uhr auf Coaching Airline Radio. Glaubt, der dich hält und dir vertraut, der deinen Worten Glauben schenkt, dich in deine Richtung lenkt. Brauchst du einen Blick, der dir Hoffnung gibt, der dir sagt, dass es weitergeht, dass hinterm Ende jemand steht und dich kommen sieht. Was tut dir gut, wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind? Kannst du dich finden, so wie ein Kind, das nicht sucht, sondern beginnt? Was tut dir gut, wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind? Kannst du dich finden, so wie ein Kind, das nicht sucht, sondern beginnt? Brauchst du ein Zeichen, ein kleines Licht, vielleicht einen Freund, der mit dir spricht? Brauchst du ein Wunder, das dich heilt, oder brauchst du einfach Zeit? Wohin würdest du gern gehen und was würdest du erzählen? Vielleicht würde ich dich verstehen. Was tut dir gut, wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind, kannst du dich finden, so wie ein Kind, das nicht sucht, sondern beginnt. Was tut dir gut, wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind, kannst du dich finden, so wie ein Kind, das nicht sucht, sondern beginnt. Sag, kennst du das auch, wenn du nicht mehr dran glaubst? Wenn du nicht mehr suchst, bekommst du, was du brauchst. Und dann folgst du deiner Stimme, dich lenken nur noch deine Sinne. Weil du nichts vermisst, weil du nichts vermisst. Hey, hey. Was tut dir gut, wo gehörst du hin? Weißt du, wo deine Wege sind, kannst du dich finden, so wie ein Kind, das nicht.
Ich denk an dich an jedem Tag. Allein sein ist nicht leicht, du warst immer da. Ich bin so dankbar für unsere Zeit. Ich werd dich immer lieben, du bist ganz nah. Deine Stimme wird mir fehlen und jeder gute Rat. Dein Lächeln gab mir Kraft, wenn ich schwach war, warst du stark. Ich lass dich frei, mein Engel, ich danke dir. Ich lass dich frei. Ich lass dich frei, mein Engel, ich danke dir. Ich hab so viel von dir gelernt, trag dich bei mir. Ich lass dich frei, mein Engel, schlafe ein. Wenn ich in den Himmel seh, wirst du bei mir sein. Ich lass dich frei. Wir hatten unsere Zeit, voller Zuversicht und Licht, voller Wärme, Zauber, Liebe. Hast mich gelehrt, was wichtig ist. Das Leben ist nicht leicht. Ich denk an dich an jedem Tag. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, stell ich mir vor, du wärst da. Deine Stimme wird mir fehlen und jeder gute Rat. Lächeln gab mir Kraft, wenn ich schwach war, warst du stark. Ich lass dich frei, mein Engel, ich danke dir. Ich lass dich frei. Ich lass dich frei, mein Engel, ich danke dir. Ich hab so viel von dir gelernt, trag dich bei mir. Ich lass dich frei, mein Engel, schlafe ein. Wenn ich in den Himmel seh, wirst du bei mir sein. Ich lass dich frei. Ich weiß, du willst gern schlafen, loszulassen fällt mir schwer. Ich geb dir einen Kuss, trag dein Lächeln immer bei mir. Ich lass dich frei. Ich danke dir. Ich lass dich frei. Ich lass dich frei, mein Engel. Ich danke dir. Ich hab so viel von dir gelernt. Trag dich bei mir. Ich lass dich frei, mein Engel, schlafe ein. Wenn ich in den Himmel seh, wirst du bei mir sein. Ich lass dich frei, mein Engel, ich danke dir. Ich hab so viel von dir gelernt, trag dich bei mir. Ich lass dich frei, mein Engel, schlafe ein. Wenn ich in den Himmel seh, wirst du bei mir sein. Ich lass dich frei. Coaching Airline Radio, am Mikrofon die Andrea und am Telefon immer noch die Vera Luxinger. Vera, wir haben vorhin über Komfortzone und so viele Sachen gesprochen. Ich möchte jetzt gerne aber nochmal ein Thema ansprechen, was so Ihr Hauptthema ist, und zwar Stress- und Krisenintervention. Wenn ich jetzt merke, ich habe eine Krise oder ich bin ganz arg im Stress und ich wende mich an Sie, wie kann ich mir das denn vorstellen, was Sie da, ich sage jetzt mal, die ersten Schritte mit mir gehen würden?
Ja, die Menschen, die zu mir kommen, die sind eben in einer Lebenskrise. Und Lebenskrise kann ja sehr vieles bedeuten. Das kann eine Trennung sein, das kann ein Todesfall sein, das kann der Verlust eines Berufes sein. Das kann aber auch ein Ausgebranntsein sein, eine Neuorientierung, die der Mensch braucht, um sein Leben weiterleben zu können. Und wenn diese Menschen zu mir kommen, dann frage ich natürlich zuerst, was das Anliegen ist und was der Wunsch des Menschen ist. Und dann erzählen die Menschen mir, um was es ihnen geht. Und wenn es zum Beispiel darum geht, ich greife jetzt ein Beispiel raus, dass sich jemand neu orientieren möchte, aber um das Angstthema von vorhin aufzugreifen, einfach den Schritt nicht wagt, dann schaue ich in das Energiefeld des Menschen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass ich Dinge sehe und Dinge erkenne, die so ein bisschen außerhalb des Physischen sind, also die ins Metaphysische gehen. Und ich sehe dann im Energiefeld des Menschen Ereignisse aus der Vergangenheit. Und diese Ereignisse, die dazu geführt haben, dass jetzt eine Entscheidungsschwierigkeit besteht oder auch eine Angst vor Veränderung, die können wir identifizieren, weil ich sie ja sehe. Und ich berichte demjenigen dann, was ich sehe, und er gibt mir ein Feedback. Und dadurch haben wir praktisch schon eine Ursachenforschung betrieben. Und dann gehe ich mit dem Klienten auf die Liege und dann wende ich eine Energiemethode an. Das heißt, ich mache dann Energiearbeit zur Auflösung oder zur Ablösung und die heißt Facialharmonie. Ja. Und das ist eine Abfolge von Berührungen im Gesicht. Und da gehe ich zunächst einmal auf die energetischen Systeme des Menschen, das heißt das Meridiansystem, die Energiebahnen und auch auf die Chakren des Menschen, also die Energiezentren. Das sind Energiezentren, die sind in der traditionellen chinesischen Medizin schon seit über 3000 Jahren bekannt. Und das sind auch die Systeme, wie die Meridiane, auf denen die Akupunkturpunkte gesetzt werden. Und hier löse ich mit meinen Händen über die Berührung diese Blockaden und Muster aus dem System. Denn immer wenn eine Blockade auf einer Bahn ist, dann ist vor der Blockade zu viel Energie und nach der Blockade zu wenig. Und die Menschen merken das ganz deutlich im Körper, wenn sich das löst. Das heißt, hier geschieht ein tiefer Wandel. Der Mensch öffnet sich für neue Perspektiven, das Nervensystem wird beruhigt, der Verstand wird geklärt und der Mensch kommt wieder mehr mit sich in Kontakt. Wir lösen also die alten Muster aus dem Körper, aus dem System, auch aus dem Denken und man sieht das hinterher auch ganz deutlich im Gesicht, denn das Gesicht spiegelt unsere inneren Erfahrungen wider. Deshalb, sie altern auch manche Menschen sehr, sagen wir mal, freundlich und bei anderen sieht man im Gesicht, dass sie ein schweres Leben hatten. Weil Sie jetzt gerade den Spiegel angesprochen haben, wir Menschen, wir neigen ja ganz stark dazu, uns den Spiegel in unser Leben zu holen. Jeder Mensch, den wir treffen, Begegnungen haben, der spiegelt einen. Das hatten wir ja vorhin kurz, wie die Songs gelaufen sind, hatten wir das ja schon mal angesprochen. Ja. Das ist auch für mich immer eine ganz, ganz spannende Erfahrung, weil wenn jemand so, ich sag jetzt mal so, man sagt ja immer, der weiß genau, wo er die Knöpfe drücken kann, um dich quasi im Prinzip in Stress zu versetzen mit irgendwelchen Dingen. Und das meine ich mit Spiegel. Der andere, der spiegelt einem, was bei einem selbst im Inneren noch nicht ganz im Reinen ist, weil wenn man im Unreinen ist mit sich selber, so viele negative
Emotionen mit sich rumträgt, dann ist man ja auch viel, viel schneller erhitzt, als wie wenn einer ja relativ gelassen ist und durchs Leben geht, so als wenn ihm nichts mehr anhaben kann. Und das nennt man ja auch selbstbewusst leben, wenn man sich dessen selbst bewusst ist, dass man ein starker Mensch ist. Zum Beispiel, ist jetzt nur mal so ein Beispiel. Das sehe ich jetzt so. Also ich habe mir schon viele Spiegel in meinem Leben geholt, wo ich gemerkt habe, ups, da hat er jetzt was angestoßen. Ich glaube, da muss ich noch mal mit mir selber, sage ich jetzt mal, Korrektur lesen, in Anführungsstrichen. Was war denn das und wo kommt denn das her und warum hat mich das jetzt quasi im Prinzip so aufgeregt? Dann findet dann so eine Projektion von einer alten Geschichte statt. Ich merke das sehr häufig, nicht immer, aber die Menschen, die sich damit nicht beschäftigen, die merken das nicht und dann kann das natürlich auch ganz schnell in Katastrophen reinrutschen, in der zwischenmenschlichen Ebene zum Beispiel. Ja, das geht ganz schnell, denn wenn ein Knopf, wie Sie schon sagten, ein Knopf gedrückt wird, was dann im Gehirn passiert ist, dass wir ein Ereignis aus der Vergangenheit in die Gegenwart holen. Und eine Anregung dazu kann ein Wort sein, ein Satz sein, eine Annahme sein. Das heißt, im Hier und Jetzt ist gar nichts passiert. Aber die Erinnerung, und die Erinnerung ist ja nicht nur im Gehirn angelegt, sondern wir haben auch eine Zellerinnerung. Das heißt, jede Zelle reagiert auf dieses Wort. Jede Zelle reagiert auf diesen Satz. Und dann ist ganz, ganz schnell die Vergangenheit in die Gegenwart gerutscht. Und wenn wir dann das Ganze noch in die Zukunft projizieren, dann wiederholen sich diese Ereignisse permanent, obwohl wir glauben, einen Weg eingeschlagen zu haben, der das vermeiden soll. Und die Außenwelt, andere Menschen oder Ereignisse spiegeln uns das ganz klar, denn das ist das Resonanzprinzip. Ja. Die Schwingung, die in mir ist, die ziehe ich auch in mein Leben. Viele verstehen das häufig nicht richtig, denn es kann auch durchaus sein, dass ich ein Mensch bin, der sich nicht traut, die Meinung öffentlich zu äußern. Ich sage lieber Ja und Amen, anstatt dass ich sage, nein, hier ist die Grenze, das Spiel spiele ich jetzt nicht mehr mit. Und dann begegnen mir im Außen immer Menschen, die das überschießend tun, die vielleicht mir sogar Aggression spiegeln. Und ich sage immer, ich bin ja gar nicht aggressiv, was hat das mit mir zu tun? Aber die Menschen spiegeln mir etwas, das ich in mir ablehne. Und durch den anderen kann ich auch das erkennen. Also nicht nur das, was in mir ganz offensichtlich ist, sondern auch das, was ich so gerne als Schatten verbergen möchte. Denn wir alle haben ja gelernt, unsere schönen Seiten zu zeigen. Uns wurde auch beigebracht, was es bedeutet, eine schöne Seite zu haben. Also Lachen ist überall anerkannt, aber Weinen nicht. Jeder sagt immer, oh Entschuldigung, ne, jetzt kommen mir die Tränen. Dabei sind Tränen ja nichts anderes als etwas, was der liebe Gott uns gegeben hat, damit wir heilen können. Das stimmt, ja. Aber da erkennt man auch, was wir so alles beigebracht bekommen im Laufe eines Lebens und nach welchen Regeln wir spielen oder nach welchen Regeln unser Leben abläuft. Und das zu hinterfragen, das lohnt sich wirklich. Und das ist auch ein ganz, ganz langer Weg, dann auch wieder ins Gleichgewicht überhaupt zu kommen, ne? Ja, das geht nicht immer schnell, aber der erste Schritt ist der wichtigste. Das stimmt. Und der Weg ist ja das Ziel. Da kommen wir dann zu dem Song Yvonne Kauderfeld mit dem Pendel, weil das ist ja auch so ein Symbol für Gleichgewicht. Was ganz sich genau. Und wir sehen auch, dass das Pendel sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung ausschlägt. Okay. Also das Leben ist gezeichnet von Ebbe und Flut oder eben von der einen Seite und der anderen Seite. Genau. Yvonne Kauderfeld mit Pendel.
weißt du noch deine erste Wohnung? Die große Stadt, du kamst nicht zurecht. Damals war dir alles fremd und jetzt bist du nicht mehr weg. Weißt du noch deine erste Krise? Später hat sie sich ins Glück verkehrt. Und so geht es immer mal hin und her. Dein Herz ist ein Pendel, es schlägt und schlägt aus. Solange sich's bewegt, bewegst du dich auch. Dein Herz ist im Wandel, wann immer du glaubst. Du wirst am Boden, ziehst dich nach oben. Lass es noch weiter schwingen, es wird dich weiterbringen. Das Herz ist ein Pendel, es schlägt und schlägt aus. Weißt du noch deine erste Liebe? Niemand zuvor hat dich so verletzt. Es bricht die ganze Welt zusammen und dann komm man drüber weg. Wenn es scheint, nichts ginge weiter, als wäre der tiefste Punkt erreicht, geht alles wieder aufwärts und schwerelos leicht, so leicht, so leicht. Dein Herz ist ein Pendel, es schlägt und schlägt aus. Solange sich's bewegt, bewegst du dich auch. Dein Herz ist im Wandel, wann immer du glaubst. Du wirst am Boden, ziehst dich nach oben. Lass es noch weiter schwingen, es wird dich weiterbringen. Dein Herz ist ein Pendel, es schlägt und schlägt aus. Zwischen auf und ab und hin und her, als ob dein Leben ein Chaos wär. Verzweifle nicht, du findest dein Gleichgewicht. Dein Herz ist ein Pendel, es schlägt und schlägt aus. Solange sich's bewegt, bewegst du dich auch. Dein Herz ist im Wandel, wann immer du glaubst. Du bist am Boden, ziehst dich nach oben. Lass es noch weiter. www.coachingairline-radio.de und heute Abend im Interview Vera Luxinger mit Andrea Hohmann. Frau Luxinger bzw. Vera, wir haben jetzt so viel über Krisen, Krisenintervention gesprochen, über Komfortzone verlassen. Bevor wir jetzt ja fast zum Schluss kommen, die Zeit, die ging ja so schnell rum, würde ich doch gerne von Ihnen nochmal hören, was Sie für Tipps Ihren Menschen oder Ihren Klienten mit auf den Weg geben, wenn die so in einer Krise, in einer tiefen Krise drin stecken, wie die Menschen da wieder rauskommen können, was sie für sich tun können. Ja, erzählen Sie einfach mal, was können Sie den Menschen mit auf den Weg geben, wie man das, sag ich jetzt mal, für sich auch annimmt und. Also zunächst einmal kann ich empfehlen, eine Krise als das zu sehen, was es ist, nämlich ein Wendepunkt. Und diese Krise, die dient der Neuorientierung. Und sie ist eine große Chance. Und zwar eine Chance, um ja etwas ganz gänzlich Neues zu machen. Sie kann uns zu neuen Ufern führen, wenn wir das zulassen können. Und jeder Widerstand, der verlängert diese Krise. Also wenn ich aus dem Widerstand in die Akzeptanz komme, weil ich kann ja sowieso nichts ändern. Das heißt, je schneller ich die Krise annehme, als Chance annehme und mich mit ihr auseinandersetze,
desto eher komme ich wieder raus. Und das Wichtigste ist auch, sich auf keinen Fall unter Druck zu setzen, sich Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Also, ich bin jetzt in einem Alter, wenn ich zurückschaue auf mein Leben, da gab es viele Lebenskrisen und viele Herausforderungen. Mhm. Und wichtig ist, sich die Zeit zu geben, diese Krise auch zu überstehen. Für innere Heilung. Die innere Heilung braucht einfach Zeit. Mhm. Und achtsam mit sich selber umzugehen. Also, wenn du morgens mit einem kleinen Achtsamkeitsritual aufstehst, denn es ist ja manchmal schon schwer, überhaupt aufzustehen, dann wird sich dieses Ritual auch tagsüber fortsetzen. Hm. Das heißt, alles, was du berührst, alles, was du tust, wenn du dich auf die Bettkante setzt, tue es bewusst. Wenn du einer Tätigkeit nachgehst, egal ob das auch, wenn du dich im Badezimmer fertig machst, wenn du dir dein Frühstück machst, sei bei dir. Spür immer wieder zu dir rein. Und atme, das ist das Allerwichtigste, tiefe Atemzüge. Denn wenn man Kinder beobachtet, wenn die in einer Stresssituation sind oder Angst haben oder wenn die etwas erleben, was ihnen unangenehm ist, die halten den Atem an. Und das machen die häufig im Erwachsenenalter immer noch. Und das bringt noch mehr Stress in den Körper. Das heißt, je mehr ich in den Bauch atmen kann, in den Unterbauch bis hinunter in den Damm, desto schneller kann sich mein System, mein Körper wieder entspannen. Er merkt, aha, Atem ist Leben. Ich atme noch, ich lebe noch, es geht wieder weiter. Mhm. Also auf gar keinen Fall Zeitdruck und das Atmen nicht vergessen. Atmen tut dann besonders gut, wenn man in solchen Situationen ist, wo man viel Anspannung im Körper hat. Und natürlich, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann brauche ich Hilfe. Und manchmal kommen wir aus der Krise alleine nicht raus. Und dann gibt es eben so Menschen wie mich, die da ein wenig weiterhelfen können und die durch die Krise wirklich begleiten. Hm. Ja, ja, es ist ja auch immer so schwierig, diese Hürde zu nehmen. Ich spreche dann immer davon, ein Knie kann man verbinden, kann man in Gips legen, wenn es gebrochen ist, aber so eine kranke Seele, in Anführungszeichen, da kann man kein Pflaster draufkleben. Das kann man nicht verbinden. Da braucht man jemanden, der einem dabei hilft, dass das wieder heilen kann. Ja, und der auch die gleiche Sprache spricht. Ja. Also Menschen, die selber durch Krisen gegangen sind, die betrachten eine Krise mit anderen Augen, ja, weil sie wissen, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Ja, absolut. Es geht vorüber, mhm, auch wenn es im Moment ganz furchtbar schmerzhaft ist. Mhm. Und da hilft häufig ein freundlicher Blick, ein geöffnetes Herz. Und da hilft ein, ja, ich verstehe dich. Ich kann mir vorstellen, wie es dir geht. Wir wissen nie, wie es dem anderen geht, auch wenn wir durch eigene Krisen gegangen sind. Aber wir haben eine Vorstellung davon, wie es dem anderen gehen kann. Mhm. Und jemandem da die Hand zu reichen und zu sagen, gemeinsam gehen wir jetzt den Weg. Und dann kannst du auch eines Tages wieder ganz glücklich sein und versinkst nicht in dem, was du gerade erlebst. Das ist es, wonach sich viele sehnen. Ja. Da geht es nicht nur um irgendwelche dahingesagten Tipps, sondern da geht es wirklich um das Miteinanderfühlen. Mhm. Und das ist für mich und für meine Arbeit das Wichtige, mhm, dass ich sagen kann, ich begleite dich. Ich nehme dich bei der Hand und ich begleite dich. Und das ist wie, ja, was Jesus früher gemacht hat. Er hat nicht dem Hungernden einen Fisch gegeben, sondern er hat ihm auch das Fischen gelehrt. Und darum geht es letztendlich. Helfen zur Selbsthilfe. Ganz genau, die Hilfe zur Selbsthilfe. Hilfe zur Selbsthilfe, genau. Dass jeder muss ja den Fuß wieder vor den anderen setzen. Ne? Also wir gehen alleine gemeinsam. Mhm. Das war jetzt, finde ich, ein ganz, ganz schönes Schlusswort für unser Thema heute Abend. Wollen Sie noch mal sagen, wo man Sie am besten erreichen kann und wie man Sie erreichen kann? Sie haben doch sicher auch eine Webseite zum Beispiel oder auf Facebook. Erzählen Sie mal. Ja, meine Webseite, die heißt vitalportal.com.
www.erlandradio.eu, also ja, für Europa. Mhm. Und ich bin in Baden-Baden und man findet alles eigentlich auf dieser Webseite, findet man alle Informationen und meine E-Mail-Adresse ist vera@vitalportal.eu. Mhm. Und auf Facebook haben Sie ja auch eine Seite, da kann man Sie auch erreichen. Facebook, auf Instagram, ja. Ich muss aber dazu sagen, dass ich mein Talent liegt nicht im Internet, sondern es liegt eben mehr im Zwischenmenschlichen. Ja. Und deshalb pflege ich das nicht so, wie mir oft empfohlen wird. Ja, aber jeder. Aber ich bin zu finden auf jeden Fall, sowohl auf Facebook. Als auch, wie gesagt, auf meiner Webseite, da sind sämtliche Informationen und natürlich es ist immer schön, wenn man auch mich anruft. Also ich gebe auch gern meine Telefonnummer. Das ist die 07221 für Baden-Baden 393-1118. Okay. Und dann kann ich auch ein kleines Vorgespräch führen. Und dann weiß ich schon mal, um was es geht. Und alles andere machen wir dann persönlich. Im Zuge von Corona allerdings gebe ich auch Skype-Sitzungen oder Zoom-Sitzungen, mhm, oder auch Telefonsitzungen. Das ist alles möglich. Wunderbar. Dann haben wir ja jetzt quasi im Prinzip die ganzen Kontaktdaten von Ihnen. Und die Hörer können sich im Krisenfall oder auch nicht im Krisenfall einfach nur als Information mit Ihnen in Verbindung setzen. Wenn ja. Wenn jemand sagt, ach, ich weiß nicht so wirklich, wo es hingehen soll, ne? Ja. Muss nicht immer erst oder schon eine Krise bestehen, sondern ich finde im Moment nicht so wirklich meinen Weg. Ich komme immer wieder an die gleiche Grenze oder ich komme auch in Beziehungen immer wieder in so eine Sackgasse. Dann helfe ich gerne auch medial weiter, denn da habe ich ja die geistige Welt, die mir da Informationen gibt. Eine Seelenfamilie, die schon seit fast 20 Jahren mit mir arbeitet und die ja auch damals praktisch die Frau Skada zu mir geführt hat. Und daraus ist ja dann auch dieses wunderbare Buch, Wenn die Seele fliegen lernt, entstanden, was wir damals gar nicht wussten. Also wir waren ganz überrascht, was uns da aufgetragen wurde und dass die Frau Skada das so brillant umgesetzt hat. Darüber habe ich mich natürlich dann auch sehr gefreut. Mhm. Aber wie gesagt, man kann auch die geistige Welt in Anspruch nehmen, wenn man in eine Sackgasse geraten ist oder etwas für seinen Lebensweg wissen möchte. Mhm. Okay, dann spielen wir jetzt von Michael Jackson noch Heal the World. Ist das in Ordnung? Das liegt mir sehr am Herzen, denn darum geht es ja letztendlich, die Welt zu heilen. Richtig. Und jeder kann da bei sich selber beginnen. Und das ist das Schöne, zu wissen, dass das, was ich in mir geheilt habe, in den großen Pool Menschheit einfließt, weil wir ja doch alle miteinander verbunden sind. Das stimmt. Jo, Frau Luxinger, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit heute Abend genommen haben und uns in eine wunderbare emotionale Welt entführt haben. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Ich habe auch ein bisschen was dabei mitgenommen, weil in solchen Gesprächen nimmt man ja immer irgendwas mit. Auch wenn man schon selbst meint, man weiß viel, aber man lernt doch immer Neues noch dazu. Ich wünsche Ihnen oder wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute. Bleiben Sie gesund und ganz, ganz viele tolle Klienten. Aber ich weiß, das kriegen Sie auf jeden Fall, weil Sie eine ganz, ganz sympathische, tolle Frau sind. Herzlichen Dank. Und ich verabschiede mich jetzt von meinen Hörern von Coaching Airline Radio. Ich hoffe, es hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Und wir hören uns demnächst auf unserem Sender wieder. Schaut einfach in den Sendeplan
und ich wünsche euch allen zusammen eine wunderbare, entspannte Nacht. Eure Andrea. Dankeschön, Andrea. Ganz, ganz lieben Dank und auch Ihnen alles Liebe.